Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu meinem Test. Genau, Creator Server Let's Play. Du kommst mal bitte nach. Da. Dankeschön. Okay, wo jetzt? Genau. So. Was wir, nein, wollen wir nicht. Was wir wollen ist uns mit dem Server verbinden. So ungefähr. Okay. Und dann, ja. Steht ja unsere Höhlentour an, weil wir Gold brauchen. Wir müssen ja ein bisschen Gold, ein bisschen Gold farmen für die Tiere, für die Dinger da. Aber ich wollte noch irgendwas machen. Genau, erstmal mit diesem komischen Glas da, mit diesen schrägen. Ja, irgendwie so. So, initialisiere Blöcke. Dann mal hin, mein lieber Initialisierer. So, wir haben einen Schreibtisch in der Hand oder eine Säge in der Hand, je nachdem. Und hier wollten wir gucken, genau, hier brauchten wir einmal den Schraubenschlüssel und das Replacement-Tool. Und ich nehme am besten dann auch ein bisschen Cleanstone mit. Damit, wenn wir die Schrägen da anpassen, also diese Fensterschrägen, dass wir dann vielleicht auch gleich unten die Cleanstones entsprechend mit anpassen können. Da weiß ich jetzt nicht, wie das wirkt. Ich hoffe, es wirkt gut. Da hat man gerade meine Nierenkatze durchblitzen sehen. Lol. Warum denn diese? Hast du eigentlich, bist du fertig? Ja. Sehr schön. Okay, dann latschen wir mal hier durch die Pampa, damit hier gleich mal alles getriggert wird. So wegen automatisch wachsen und APM und LMB und LMA und LMAA. So, Miss Sheep sehen wir schon. Mr. Sheep auch. Ah, ne, andersrum. Erst Mr., dann Mrs. Allen Tieren geht's gut. Die Frage ist, ja, okay, die kleine Kuh lebt auch. Das heißt, es mit den Tieren fortpflanzen, ohne dass sie despawnen, scheint zu funktionieren. Hä? Achso, ja, weil Tier ja schmaler ist als die Blöcke hier. Sehr schön. Gut. Gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch die Dinger gleich mal mitnehmen. So, wir brauchen einmal Cleanstone. Da haben wir nicht mehr so viel von. Warum denn? Haben wir die letzten irgendwie verbraucht? Cleanstone? Im Lager habe ich ja nur normalen Cobblestone, oder? Oder habe ich doch Cleanstone reingepackt? Gut, können wir mal gucken, wenn wir dann noch vorbeigehen. Ich schmeiß dann einfach noch mal ein bisschen rein. So ungefähr.
Dann brauchten wir den Schraubendreher, der ist schon ganz schön am Arsch. Das heißt, wir nehmen uns sicherheitshalber ein Stück Eisen mit. Wo auch immer das Eisen ist. Da. Damit, wenn er wirklich kaputt gehen sollte, wir uns einen neuen bauen können. Da brauchen wir einen Stock dafür. So ungefähr. So, das reicht dann auch schon fast, oder? So viel werden wir nicht brauchen. So. Du kannst dann wieder zurück. Okay, die Fenster haben wir. Dann haben wir das Placement-Tool noch nicht. Alles andere haben wir. Okay, dann geht's los. Ich habe schon wieder einen ganzen Stack Blaubeeren. Gibt's doch gar nicht. Packe ich den gleich rein ins Lager? Nee. Ich esse ein paar und dann passt das. Aber wenigstens ein bisschen Vorrat. Bevor wir denn in die Höhle gehen, machen wir jetzt mal wirklich ein paar richtig schöne Gerichte. So proviantmäßig und so. Jetzt erstmal in hoher Höhe oder in luftiger Höhe ernähren wir uns nur von Beeren, weil die liegen leicht im Magen und damit liegen wir leicht in der Luft. So. Die Säge packen wir wieder in den Raum rein. Ofen habe ich nicht dabei. Ach, siehst du, ich wollte noch gucken, ob wir auch eine Glitzstone im Lager haben. Na gut, okay. Können wir auf den Rückweg gucken. So, jetzt ist die Frage. Ich würde gerne hier und da jeweils einmal Stone hinsetzen. Okay, machen wir wie folgt. Ich baue das ganze Glas hier ab. So, okay, so und jetzt folgendes. Hier hätte ich gerne einmal Cleanstone. Auch nochmal. Ach so. Oder wir machen hier gleich eine. Sch Eben, wir machen hier gleich eine Schräge. Und schon haben wir zweimal Cleanstone verschwendet. So, dann geht die Schräge. Hier weiter bis hier und dann geht es hier einfach gerade weiter. Das heißt, die vier müssen dann auch weg. Da kommen dann auch jeweils Schrägen hin. So, und das gleiche gespiegelt muss denn hier oben. Nee, oben nicht. Nur unten ist es wichtig. Okay, das heißt, wir brauchen 4-mal Cleanstone oder nur 2-mal? 4-mal. Ach, keine Ahnung, garantiert falsch. So, wir brauchen jeweils zweimal. Ja. Einmal das, also bleiben zwei übrig. Macht nichts, denn da können wir auch gleich mal die vier Schrägen nehmen. Die hier war also alles geplant. Sehr schön. So, wie muss ich jetzt die Schrägen anbauen, damit die sich so ausrichten, wie sie sich ausrichten sollen? Glaubt mal, das wird garantiert nichts, wenn ich die so ransetze. Na, war klar. Hä? Was
nicht regeln? Hat sie doch gerade aufgesammelt. Kriegen wir da mal einen Stormblock zurück? Klappt aber nicht. Ich bin verwirrt. Wo gehen unsere ganzen Schrägen hin? So, ich muss dann also wahrscheinlich so hier anbauen. Genau. Warum wir jetzt unsere ganzen Schrägen hin sind, ich habe keine Ahnung. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. So. Du kommst danach da und du kommst danach da. So, jetzt wird es hier ein bisschen spannender. Wie wir nämlich die Dinger hier anordnen. Da würde ich mal sagen, ja komm, ich arbeite jetzt einfach mit dem Schraubendreher, dafür haben wir den mitgenommen. Linksklick war was, rechtsklick war was? Linksklick dreht Ausrichtung, rechtsklick dreht die Achse. Wir brauchen die Achse. Erstmal, das heißt rechtsklick und jetzt linksklick. Perfekt. So, das gleiche jetzt mit dem Ding hier. Okay, da brauchen wir nur einmal linksklick oder zweimal. Ja, wunderbar, das geht ja. Fabius. So, dann kopieren wir das Ding einmal. So. Dich klatschen wir dahin. Und dich einmal. Und dich klatschen wir dahin. Na, das ist doch Perfektionismus, wie ich ihn liebe. Okay. Jetzt kommt mit dem Glas. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil das Glas müssen wir jetzt quasi hier gegenüber hoch. Aber das geht ja schlecht. Also müssen wir das hochbauen. Die Frage ist, würde das denn von unten scheiße aussehen? Ja, ne? Das sieht so von unten. Gut, allerdings so hoch wie wir sind, sieht man das von unten auch gar nicht. Das gibt uns ein bisschen Spielraum. Okay, das Glas müsste quasi... Oh Gott. Einmal so und dann einmal so und dann drehen wir uns das mal zurecht. Zuerst müssen wir die Achse drehen. Die Achse muss nach hinten zeigen. Genau. Jetzt habe ich zweimal Flächen gebaut, bin bekloppt. Hier kommt das Ding hin. So, hier auch einmal die Achse drehen und nochmal die Achse drehen. Und jetzt um die Achse mit Linksklick gehen. Nein, noch zweimal. Und hier auch noch zweimal. Das sieht doch gut aus. Okay, und jetzt das Ding jeweils wieder kopieren. Bam. Und du kommst dahin, dahin und dahin. Hier kann das Ding eigentlich weg. Egal, er bleibt erstmal da. Jetzt wirst du kopiert, du kommst einmal hier hin, dahin und dahin. Ah, sie hat sich so scheiße aus mit dem Stein. Gut, dann kommt der Stein hinten weg. Und ja gut, das sieht jetzt noch beknackter aus. So. Und du kommst jetzt dahin. Okay. So. Das heißt, hier einmal das gleiche. Da muss dann... Holla, die Waldfee. Du musst weg. Alles, was im Sichtbereich ist. Und weil da jetzt nur noch Sand ist, muss Sand da auch noch weg. Kommen wir aber nicht ran. Macht aber nichts. Wir haben ja... Ja. Ich glaube, Erde dabei, wollte ich gerade sagen. Du musst immer einen Block hochbaggern. Sehr witzig. Das war jetzt dumm. So. Hat hier bloß nicht runterfallen. Puh. Okay. So, jetzt so, folgendes. Ihr beide könnt quasi wieder weg. So, das heißt, ich kann jetzt euch kopieren. Du einmal dahin. Dahin. Und dahin. Der kommt dann auch weg.
Gut, darüber ist auch nichts. So, jetzt wirst du kopiert und du kommst einmal dahin, dahin und dahin. Ja, doch, das sieht doch gut aus. Also besser als davor auf jeden Fall. So, und hier kommen jetzt die ganzen normalen Schrägen hin. Das müssen wir uns auch erstmal hin zurecht rotieren. Ich mach das einfach mal so. Wow, perfekt. So, und jetzt da einfügen, da einfügen, da einfügen, da einfügen. Das Ganze einmal oben drauf. Jetzt gucken wir mal mit den Blöcken, wie das passt. Und die würden alle vorstehen. Ach, ist doch egal. Die Frage ist, wie komme ich jetzt... Okay. Hat geklappt. Ja, ich kann nicht regen. Ja. Oh, ich habe keine Regen mehr. Oh lol. Drei Stück brauche ich noch. So, das heißt, wir brauchen hier von zwei und dann kommst du nach da und du nach da und du nach da. Sehr schön. So. Einfach nur scheiße aus. Ich glaube, da muss ich doch noch ein paar Pissen Cleanstone hinsetzen. Sonst sieht mir das einfach zu dämlich aus. Oh, der ist runtergefallen. So. Hat der gut funktioniert? Das funktioniert auch sehr gut. Oha. So. So, und jetzt kommt es. Da kommt Clinstone hin. Da kommt Clinstone hin. Da kommt. Da kommt. Dann wird das hier auch immer auch erweitert. Das könnte tatsächlich sogar so. Ja, so sieht es auch viel, gleich viel, viel besser aus. Jawoll! Hallo, danke. So sieht es gut aus. Sehr schön. Easy peasy. Wunderbar. Wunderbar. Okay, dann kannst du wieder weg. Dann müssen wir uns halt noch überlegen, wie wir hier mobiliartechnisch agieren. Das heißt, was wir alles, was wir überhaupt reinbauen, was das überhaupt werden soll, außer Aussichtsplattform. Unser Haus ist kaputt. Guck mal, hinten fehlt eine Ecke. Ja, das heißt, wollen wir das hier als richtig Wohnraum, also halt zum Leben ausbauen oder nur so als kleine Berghütte, Felshütte. Ich würde halt auf jeden Fall mindestens ein Bett vielleicht. Ich weiß nicht, ob sich ein Bett lohnt. Höchstens eine kleine Schlafnische. Können wir dann hier hinten in den Raum reinstellen. Wo hier so ein bisschen so versteckt, so ein kleines Bett reinstellen. Ich wüsste sogar schon, wie wir das bauen. Okay, komm, machen wir. Also, wir brauchen einmal ein Bett, mindestens einen Tisch, dafür dann mindestens zwei Stühle und dann brauchen wir... Wir gehen das mal runter, wir gehen das mal zur Hütte und dann gucken wir mal, was wir da alles mitnehmen. Bautechnisch, auf jeden Fall habe ich nämlich mit dem Bett ein bisschen was vor, also ist mir gerade so eingefallen, was ich mal probiere, ein bisschen mit Türen. Ne? Dass quasi wir so eine... Ja, so ein Wandbett haben, was quasi in der Wand eingelassen ist.
wo dann halt so Türen davor sind, wie halt so ein Wandschrank. Ich weiß nicht, ob du sowas heutzutage noch kennst, so ein Wandschrank. Das ist quasi so ein Schrank, der nicht vor einer Wand steht, sondern der in die Wand eingelassen ist. Das war früher relativ, haben wir früher so gebaut. Heutzutage bei den ganzen Neubauten eher weniger, deswegen kennt es wahrscheinlich die meisten noch gar nicht mehr, aber gerade bei Altbauten hat man sowas sehr oft, dass man quasi in der Wand so eine Wandschränke hatte. Das hatte den Vorteil, dass die halt immer sehr kühl waren, weil natürlich, ne, gerade im Winter der Wandschrank selber natürlich auch als Wärmepuffer funktioniert hat. Und dementsprechend, wenn es draußen kalt war, dann war was im Wandschrank selber auch kalt. Weswegen man das zum Beispiel sehr gerne zum Lagern genutzt hat. Wobei man aufpassen musste, dass es da drin nicht zu feucht wird. Wenn man Sachen drin gelagert hat, die auf Feuchtigkeit reagieren, war natürlich nicht so gut. Aber wenn man zum Beispiel da drin Konfitüre gelagert hat, ja, sowas hat man früher gemacht, ne? Früher hat man Konfitüre selber gemacht und die hat man dann auch eingelagert. Und solche Sachen halt. Dafür waren wir anstrengend halt gut. Mrs. Co. Mrs. P. Wir hätten die nicht Pig, sondern Piggy taufen sollen. Egal. So, Glas kommt erstmal hier. Kann ich das? Ich rekombiniere das gleich mal hier. Ja, das war super. Davon haben wir nur eins. Okay. Ganz ehrlich, fuck off. So, das kommt da rein, das kommt auch da rein. Was wir jetzt machen. Zuallererst Schraubendreher kann tatsächlich einfach, obwohl nee, bald mal. Wir können uns mal einen Stahlhammer machen. Wir brauchen unbedingt mal wieder Stahl, ey. Obwohl, wow. Ja, wir brauchen unbedingt wieder Stahl. Wir haben nur 200. Okay. Hätte ich erledigt. Wir müssen das Ganze nur mal einschmelzen. Wie viel Stahl haben wir? Gut, dann schmelzen wir den Block hier ein. Dann machen wir hier 10, da 10. Ach komm, wir machen immer 20. So, und den Rest klatschen wir hier rein. So. Dann bauen wir uns nämlich mal wieder einen Stahlhammer. Oder haben wir noch einen? Sieht nicht so aus. Nö, gut. Dann bauen wir uns nämlich einen, nein, dann bauen wir uns nämlich einen Stahlhammer. Da brauchen wir uns wieder Stöcker für. Noch zwei Stück. Ein, zwei. So, Schraubendreher kann das schon mal rein. Und dann brauchen wir das zweimal. Und dann da. Sehr schön. Können wir nicht unsere Axt wieder reparieren? Dankeschön. So. Der kommt da auch rein. Und dann würde ich mal sagen, wir brauchten zwei Stühle, einen Tisch und ein Bett. Haben wir Wolle? Ja, wir haben Wolle. So, da brauchen wir ein bisschen rote Farbe. Haben wir Farbe? Wir müssen eine Farbe haben, oder? Haben wir zweimal. Bevor ich jetzt irgendwas falsch mache, gucke ich sehe das aber nochmal nach. Nicht, dass sich hier ein anderes Rezept eingeschlichen hat. Aha, siehst du, ist nicht weiße Wolle. Was ist das denn hier? Bett. Home Decor. Okay, verstehe. Aha. Ja, gut, das heißt, die Farbe brauchen wir gar nicht. Dann können die wieder zurück. So, was wir aber brauchen, ist Holz. Und zwar drei Planken. So, und wir brauchen noch einen so einen Stift hier. Und dann können wir uns so einen. Nehmen wir lieber so eins. Macht sich für ein Wandschrankbett vielleicht besser. Nee, komm, ja. Ups. Ich hab. Hä? Also bitte das da,
das da, das da. Warum habe ich noch Gift? Okay, kreativ habe ich zum Glück nicht mehr. Revoke Ronix Gift. Sehr schön. So, Eisspeise ist mittlerweile fertig. Sehr gut. Haben wir ein bisschen Eisen auf Vorrat? Das heißt, wenn wir dann nachher in die Höhle runtergehen, suchen wir vorzugsweise einmal natürlich Gold, aber auch Ausschau halt nach Eisen. So, Bett haben wir. Jetzt brauchen wir noch Stühle. Chair. Machen wir Kitchen Chair. Kitchen Chair. Ich meine, wir haben eigentlich hier immer diese Dinger genommen mit, aber in der Berghütte so schön bequem gepolstert, macht das Sinn? Ja, komm. Die sollen nicht gequält werden. Okay. Das heißt, wir brauchen wieder Holz. Ach komm, her damit. Her damit. Her damit. Und Stecker. So. Alles. Wir brauchen zwei. Oh, wir bekommen immer zwei mit einmal. Rückzug. Scheiße. Ach. Ah. So, Wolle brauchen wir auch noch. Wieder zwei Stück. Unsere Wolle geht langsam aus. Heilige Scheiße. Müssen wir wieder ins Lager rennen und ein bisschen Baumwolle mit. Also holen. Und dann, damit wir mal wieder ein bisschen Baumwolle haben. Geht ja mal gar nicht. So, die Stühle kommen einfach mal hier unten rein. Oder hier oben direkt. Ist ja Holz. So. Und dann brauchen wir noch einen Tisch. Table Dance. Der da, der ganz einfache. Okay. Da reicht auch einer aus. So. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir um noch rein? Lalalala. Sowas wäre natürlich geil auf so einer Schütze, ne? So ein Aussichtspunkt, wo man so gucken kann. Aber sowas gibt's natürlich hier nicht. Wir müssen uns also anders kreativ austoben. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir machen oben quasi eine Überwachungsstation, so mit Bildschirm und so. Aber die sind dann wieder so teuer. Ja, miese. Ach, leck mich doch. Also eher nicht. Bücher. Können wir uns... Was ist das für ein Rezept, ey? Das ist ja... Okay, das alte Rezept geht aber auch noch. Sehr schön. So, und da brauchen wir wieder nur dreimal Papier. Okay. Davon könnten wir tatsächlich ein... Na, ich würde mal sagen, zwei könnten wir machen. Könnten wir eigentlich hierfür für unsere Wohnung auch benutzen, ne? Bisschen Bücherregale, macht doch irgendwie Sinn, ne? Okay, das heißt, brauchen wir aber Blätter für. Ach komm, mache ich mal nächste Folge. Dann machen wir uns mal ein paar schicke Bücherregale. Bis dahin.